The Crown, Netflix-Verrat Prinz Harry. The Crown widmet sich in der finalen Staffel einem besonders dunklen Moment aus dem Leben von Prinz Harry. 38, wie The Sun erfahren haben will, die Netflix-Serie wird den damals 20-jährigen Prinzen, gespielt von Luther Ford, auf der Kostümparty zeigen, auf der er ein Hakenkreuz-Symbol auf dem Arm trug. Medial gab es auf der ganzen Welt einen Aufschrei. Als die Fotos der Feier veröffentlicht wurden, unter anderem auf der Titelseite von The Sun, landete Prinz Harry mit dem Titel Harry the Nazi. Damals hatte sich die königliche Familie schnell im Namen des Prinzen entschuldigt. Harry selbst sprach vor 3 Monaten über seine Nazi-Schande übrigens auch auf Netflix. In der Dokuserie über seine Frau Meg Hahn, 41, und ihn. Die Tatsache, dass beide ihre Geschichte auf der Streaming-Plattform erzählen, hatte offenbar keinen Einfluss auf die DrehbuchautorInnen und die Geschichten, die nun sie in der letzten Staffel von The Crown erzählen möchten. Ein Insider sagt dazu gegenüber der Zeitung, in jüngerer Zeit hat Harry auf Netflix Behauptungen über Rassismus in Großbritannien und unbewusste Vorurteile innerhalb der königlichen Familie aufgestellt. Es ist irgendwie ironisch, dass der Streamingdienst Netflix derjenige ist, der jetzt diesen Vorfall zur Sprache bringt. Der Insider bezeichnet den Kostümvorfall weiter als einen der beschämendsten Momente im Leben von Harry und Anna, der im Dezember endlich angesprochen wird. Da nämlich soll die finale The Crown Staffel anlaufen. Die Bergdoktor-Fans müssen gerade eine gezwungene Pause einlegen, denn die beliebte Serie feierte erst kürzlich ihr Staffelfinale. Bei all den dramatischen Entwicklungen rund um Martin Gruber, Hans Siegel, 53, und seiner Familie ist eine Atempause allerdings nicht gerade unangebracht. Den Slot am Donnerstag übernimmt seit neuestem eine andere Serie in schwindelerregender Höhe, Die Bergretter ist mit neuen Folgen zurück. Da beide Serien in gleichem Terrain spielen, ist eine Frage naheliegend: Wann kommt es denn zu einer gemeinsamen Folge? Es wäre schließlich nicht das erste Mal. Denn vor 10 Jahren gab es bereits ein Crossover, in dem Martin Gruber den ehemaligen Bergwachtchef Andreas Martala, Martin Gruber, 52, traf. Und wie sähe es heute aus? Die Bergretter-Darsteller Sebastian Ströbel, 46, hat darauf im Interview mit TV Movie eine klare Antwort: Na klar, ich hatte das mit dem Hans Siegel auch schon mal besprochen. Wir haben damals auch gesagt, dass wir uns das durchaus vorstellen können, wenn sich das ergibt. Es sei wohl schwer, beide Serien logistisch aneinander zu binden, so der Schauspieler weiter. Aber offen bin ich auf jeden Fall. Auch der Bergdoktor-Star Heiko Ruprecht, 50, hätte große Lust, gibt allerdings zu bedenken, dass es eine komplizierte Sache sei, eine Geschichte zu entwerfen, die beide Serien unter einen Hut brächte. Das sei auch damals schon nicht ganz einfach gewesen. Ein Crossover steht also in den Sternen, doch zumindest die Stars hätten große Lust, wie auch sicherlich die Fans. Sie haben Fernsehnews verpasst. Lesen Sie den Serienticker der vergangenen Woche nach. Verwendete Quellen: Tfmovide, Tees und Cook. Crestine pentru tine, fie egoista liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, cresc. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât